Alle Spiele der Regionalliga West exklusiv auf Sporttotal. Und dann sind wir pünktlich zum Anstoß bereits zum 13. Spieltag hier in der Regionalliga West. Rot-Weiß Aalen gegen den 1. FC Kahn-Marienborn und los geht's mit Aalen von links nach rechts in Rot. Die Gäste gewohnt in Schwarz-Weiß. Muss dann natürlich auch eher seine Linie früh finden. Hammel im zweiten Versuch, diesmal aus der Luft. Czepanik braucht da Unterstützung. Wieder Czepanik und zieht mal ab aus der Distanz. Das war dann der erste richtig gute Versuch hier von Schwarzig und ich kann auch seine Intention verstehen, dass er eben in diesen Zweikampf reingeht und sagt, ja, wir bekommen die Fouls vorne nicht, dann hält man vielleicht mal den Schlappen mehr drauf und wir schauen erstmal auf Seetzer und der war dann wohl der beste Abschluss in Minute 29 hier in dieser Partie, regelkonform. Versucht das Gode in Szene zu, Skoda natürlich in Szene zu setzen, bleibt dann an sich selbst hängen. Tuma mit Bulut. Jetzt kommt mal ein wenig Spannung und auch Fußball in diese Partie. Nächster Abschluss von Seetzer. Natürlich schauert er über seine gewohnte rechte Seite und Lukas Czepanik. Hammel mal mit viel Platz, muss er abziehen oder querlegen. Landet aber hinter dem Tor. Nächste Ecke. Schwarzig bekommt keinen Freistoß. Gegen angefreut. Waldrich, Czepanik und Hammel. Schaute dabei. Und noch Kiré auf der anderen Seite. Doppelpass mit Schaute. Und wieder das Außennetz. Einzige Möglichkeit aufs Tor hatte. Da erkennt man mal, dass es auch für ihn ein schwieriger Stand war heute. Hammel kommt da an den Ball gegen Brüsicke. Das wurde dann gar nicht mehr so ungefährlich im Nachhinein von Andreas Zimmermann. Und David Thoma muss sofort wieder den Rückwärtsgang einschalten. Pazuri ist zwar nicht der Schnellste, aber macht es dann immer wieder clever mit seinem starken linken Fuß. Czepanik zum zweiten und wieder die nächste Ecke. Zielen können seit 2013 im Verein. Kam aus der Jugendabteilung von Rot-Weiß Oberhausen und da ist das Ding drin. 1:0 für die Kähner und ich habe es gerade angesprochen, 2 Tore für Mats Schelt und möglicherweise, wir werden es in der Wiederholung nochmal sehen, kann man diesen Treffer als dritten Saisontreffer von Mats Schelt einordnen. Zur Verfügung bereits in der ersten Halbzeit, einige von links, einige von rechts und auch jetzt schon 2-3 Möglichkeiten gehabt per Ecke. Ja, und dann rutscht er eben am ersten Pfosten durch. Hier kommt besser Schlüsselburg. Und da ist etwas Getummel vor dem 16er. Nächster Versuch, Bulut. Und er landet auf dem Tor. Wieder Standardsituation von André Day. Das kann er, das hat er drauf. Und da ist das 1:1. Schlange. Ganz genau gesagt, 6 Minuten, bis sie den Ausgleich erzielen können. Und dann war es Reitmeier. Das Kreuzbandriss ist da nur 4-mal in der Regionalliga zum Einsatz gekommen. Für den 26-Jährigen gab es diese Saison 1 Tor aus 15 Spielen. Nächster Versuch von André Day. Szene bleibt heiß. Mazzulu legt nochmal auf Özkara. Flanke und... zweiter Pfosten, Bulut und abgepfiffen. Das Momentum ist jetzt gut 10 Minuten vor Ende der Partie deutlich auf der Seite der Hausherren. Mazzulu legt nochmal quer und das Foul, nicht das Foul, die nächste Aktion von André Day. Ball war ein bisschen zu lang für Hammel. Zweiter Anlauf, Mazzulu, der bringt richtig viel Kraft in diese Partie. Und dann ist Day im Alleingang gegen Jendrusch. Partie gedreht von Rot-Weiß Aalen. Und das lag in der Luft. Es lag nichts mehr in der Luft als dieses Tor. Und da sieht man mal, wie schnell Fußball gehen kann.
haben wir immer wieder gefordert im Kopfballduell. Aber der kommt postwendend zurück auf Gianluca Mazzulu im Privatduell mit Pietrovic. Langer Ball, den braucht's jetzt. Da ist keiner mehr, dem er noch Ping-Pong spielen kann. Und Pumuz schickt Mazzulu und der hat ein freies Tor vor sich. Und der Ball, der kullert und der kullert und der kullert ins Tor zum 3:1 für Lukas Ahl. Das war's mit der Partie hier im Versestadion. Und wenn ich einen Matchwinner oder einen Spieler des Tages, Spieler des Spiels, wie es auch immer dann heißen mag, wählen möchte, dann zählt auf jeden Fall Gianluca Mazzulu zu einem in dieser Auswahl. Eingewechselt, direkt wichtige Akzente gesetzt, direkt in die Zweikämpfe gegangen, Freistöße rausgeholt, Vorlagen gegeben zum 2:1 zum Beispiel. Und dann macht er das 3:1 selber. Es braucht gar nicht so viel Luft, sondern ein wenig Feingefühl. Schiedsrichter Selim Erk lässt diese Partie gar nicht mehr groß aufrollen. Nach 94 Minuten ist Schluss hier im Versestadion. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war es das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.